Herzlich willkommen an dem heutigen Sonntag hier aus der Kirche in Muri. Den Mann, den ich euch hier zeige, den kennt ihr alle noch. So Bilder haben sich eingeprägt in den letzten Jahren. Make America Great Again steht da auf seiner Mütze. Der Slogan, der hat Donald Trump 2016 den Wahlsieg gebracht. Machen wir Amerika wieder gross, wieder grossartig. Wir da in Europa, wir haben den Spruch auf dem Käppli eher belächelt. Und der Typ, der die Mütze angehört hat, ehrlich gesagt gerade noch ein bisschen mehr. Für nicht wenige von uns war es dann aber ein böses Erwachen gewesen, wo am Morgen nach der Wahlnacht klar war, dass es der Trump mit dem Slogan tatsächlich zum US-Präsident geschafft hat. Ich will heute aber nicht über den Trump predigen. Die Präsidentschaft, die ist Geschichte. Aber ich will den Slogan nochmal vornehmen. Make America Great Again. Wie vorher gesagt, wir in der Schweiz und in Europa, wir haben das Motto ein bisschen lächerlich gefunden. Oder halt einfach so typisch Amerika. Wir sind die Grössten, wir sind das Land der Erfolgreichen und der Millionäre, die ganz am Anfang mal als Tellerwäscher angefangen haben. Bei uns in den USA kann man nicht nur von dem American Dream eben träumen, sondern ihn effektiv leben und in die Tat umsetzen. Das ist so das Bild, das wir haben. Es ist noch immer häufig die Rede vom amerikanischen Self-Made Man, was angeblich eben nur dort gibt. Noch heute sind es in diesem Bild immer Männer, die es mit angeblich nichts zu ganz viel gebracht haben. Ideologisch haben der Self-Made Man und der American Dream immer zusammengehört. Und für viele Wähler 2016 ist der Donald Trump die Verkörperung von dem gewesen. Einer, der aus dem Nichts zu einem geworden ist, wo sich das alles selber erarbeitet hat. Doch gerade am Beispiel von Trump sieht man exemplarisch, wie brüchig und hohl die plakativen Zuschreibungen sind. Der Trump, ist nämlich schon in ein ziemlich gemachtes Nest hineingeboren worden. Sein Vater hat es bereits mit Immobilien zu einem grossen Vermögen gebracht. Doch ein Mythos vom Self-Made Man hat das keinen Abbruch da. Seine Anhänger haben in ihm den gesehen, der es eben geschafft hat, aus dem Nichts. Und damit das Vorbild, das sagt, auch ihr, die mich wählt, könnt genau das auch schaffen. Schaut mich an, ich habe alles selber gemacht und miteinander machen wir das Land wieder grossartig. In der Bibel gibt es einen Psalm, der eigentlich überhaupt nicht zu dieser Haltung passt, sondern ja richtiggehend im Kontrast dazu steht. Trotzdem oder gerade darum soll er jetzt an dieser Stelle zu Wort kommen. Ich lese euch ein paar Verse aus dem Psalm 71 vor und lasst den alten Text einfach mal auf euch wirken. Bei dir, Gott, suche ich Zuflucht. Lass mich nicht scheitern zu keiner Zeit. Sei für mich ein Fels, ein Versteck, eine feste Burg, in die ich mich retten kann. Ja, du bist mein Fels und meine Burg. Du bist meine Hoffnung, mein Gott. Von meiner Jugend an bist du der Grund für meine Zuversicht. Seit meine Mutter mich zur Welt gebracht hat, konnte ich mich auf dich verlassen. Du hast mich vom Mutterleib entbunden, darum galt immer nur dir mein Lobgesang. Lass mich nicht fallen, jetzt, wo meine Kräfte abnehmen. Lass mich nicht im Stich. Ach Gott, bleib nicht fern von mir. Mein Gott, komm mir schnell zu Hilfe. Ich aber will stets nach dir Ausschau halten. Mein Mund soll von deiner Gerechtigkeit erzählen und den ganzen Tag von deiner Hilfe berichten. Denn ich kann nicht schreiben. Gott, du hast mich von Jugend an unterwiesen. Auch wenn ich alt bin und graues Haar habe, so lass mich nicht im Stich. Dann kann ich noch lange deine Taten verkünden, Kindern und Enkeln von deiner Macht erzählen. Deine Gerechtigkeit, Gott, reicht bis zum Himmel. Große Dinge hast du getan.
Gott, wer ist wie du? Viel Not und Unglück hast du mich erfahren lassen. Nun schenk mir wieder neuen Lebensmut. Lass mein Ansehen wachsen. Belebe mich neu. Um was geht's in dem Psalm? Da muss sich eine oder eine neu finden. Da schaut jemand zurück auf ein Leben, das sicher viel Schönes, aber insbesondere auch viel Beschwerliches mit sich gebracht hat. Der Psalm 71 ist ein sogenannter Klagepsalm, ein Klagelied. Aber es ist kein Gejammer, sondern ein Erkennen von der eigenen Schwäche gegenüber einem Gott, der als übermäßig stark und beschützend wahrgenommen wird. Der oder die, die so etwas betet, stellt sich in eine Abhängigkeit von einem Gott, der im Leben von dieser Person Einfluss nimmt, schon immer Einfluss genommen hat. Und jetzt, wo die Person älter wird, möchte sie nochmal neu gestärkt werden, nochmal neu belebt werden. Belebe mich neu, heisst es im Vers 20. Belebe mich neu. Da ist sich jemand bewusst, dass ein neuer Lebensabschnitt kommt. Ein neuer Lebensabschnitt, wo man sich nochmal neu muss darauf einstellen muss und wo man ein bisschen Kraft dafür braucht. Ich musste mich selbst und das Amt neu erfinden. Das hat nicht Donald Trump gesagt, sondern quasi sein deutscher Amtskollege, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er hat sich und sein Amt nach seinem Dafürhalten neu müssen erfinden. Und da ist er in guter Gesellschaft. Künstler, Künstlerinnen wie die Madonna oder die Kelly Family, die ganze Autoindustrie, die Museumslandschaft, immer wieder eben auch Politiker und auch die Kirche. Über alle die ist schon geschrieben worden oder sie haben selber behauptet, wir haben uns neu müssen erfinden. Aber nicht nur sie, die Berühmtheiten oder kriselnde Branchen. Nein, man hört den Ausdruck, dass sich jemand neu muss erfinden, heutzutage eigentlich überall und von Kreti und Pleti. Gerade nach dem Schicksalsjahr von der Pandemie hört man allerorts, dass sich die Menschen müssen neu erfinden müssen. Für mich gibt es beim Ausspruch, dass sich jemand oder ich mich neu müsste erfinden, so wie zwei Widerhaken, die sich nicht lösen lassen. Zum einen ist es doch eine falsche Aussage. Ich habe mich ja nicht irgendwann einmal selber erfunden, sodass ich es jetzt oder irgendwann wieder neu machen könnte, mich wieder neu erfinden könnte. Und zum Zweiten finde ich die Aussage darum bedenklich, weil sie der Logik von Produktion und kapitalistischem Denken folgt. Nur das, was ganz neu ist, ist attraktiv. Der Konsum, ja, der funktioniert so. Die Zeitung von gestern ist alt. Die Autoproduktion mit Verbrennermotoren kommt an ein Ende. Die ausgelatschten Turnschuhe müssen ersetzt werden. Alt wird vom Neuen verdrängt und ersetzt. Da sind wir uns einig, so funktioniert Konsum und das ist auch in Ordnung. Aber was sagt das über uns Menschen aus, wenn wir das Gefühl haben, auch wir müssen uns immer wieder neu erfinden? Menschen funktionieren doch nicht wie Konsumgüter. Klar, die Einstellung, wir müssen uns immer mal wieder neu erfinden, die passt natürlich zu unserer Konsummentalität, zum Hedonismus, einem ständigen Streben nach einem dauerhaft lustvollen Leben. Passt zu der Selbstoptimierung, wo man sich effektiv ständig neu erfinden und präsentieren muss und sei es auch nur auf dem 37.000. Selfie. Make America great again lässt grüßen. Insofern verratet die Aussage, ich muss mich wieder neu erfinden, schon so einiges aus über uns. Die Aussage ist ein Zeichen von der Selbstüberschätzung, dass wir effektiv das Gefühl haben,
Alles werde neu, wenn wir unserem Leben eine andere Richtung geben wollen, wenn wir uns wollen oder müssen verändern. Denn schließlich ist es doch eigentlich das, Veränderung. Das tönt halt ein bisschen weniger sexy und weniger radikal, als sich neu erfinden. Aber es ist je nachdem etwas Grosses. Sich verändern heisst vielleicht, sich neu müssen orientieren oder einen neuen Weg wählen, einschlagen. Das ist sehr legitim und eben manchmal eine grosse Herausforderung, die Mut, Vertrauen und Kraft braucht. Aber wenn ich mich verändere, dann tue ich mich eben nicht neu erfinden, sondern bleibe mich selber, einfach ein bisschen anders. Und weil wir bei Veränderungen immer wir selber bleiben, funktionieren wir Menschen eben anders als irgendwelche Konsumgüter. Weil wir eben gar nicht funktionieren, sondern leben. Biologisch betrachtet haben mich meine Eltern gezeugt. Theologisch und in der Sprache der Bibel gesagt, ist Gott mein Erfinder. Beide Mal, also nicht ich. Nichts könnte mir dermassen schaden oder mich so unbedeutend machen, dass ich mich an einem anderen Ort oder als jemand anders neu erfinden müsste. Ja, die Corona-Pandemie hat uns zugesetzt. Sie hat viele gezeichnet fürs Leben, hat wenig ganz ungeschoren davon kommen. Und der altbekannte Film von der Normalität wird nicht mehr einfach so zusammengeflickt werden, wie nach einem herkömmlichen Filmriss. Neue Lebensumstände, eine neue Normalität nach der Pandemie zum Beispiel, fordert nicht Ersatz wie die Turnschuhe oder die Zeitung von gestern. Nein, neue Lebensumstände erfordern Veränderung, Anpassung, Anverwandlung. Dabei erleben wir uns als Menschen, die in Abhängigkeit stehen. In Abhängigkeit von den Umständen. In Abhängigkeit von uns selber, indem wir uns eben nicht einfach völlig neu können oder müssen erfinden. Und in Abhängigkeit von einer stärkenden und bewahrenden Macht, die uns davon befreit, selber über uns raus müssen zu wachsen. Sondern wo wir uns in den kleinen oder grossen Veränderungen vom Leben mit berechtigter Hoffnung können daran anwenden. Und sei es auch nur mit einem einfachen «Belebe mich neu». Ich wünsche euch allen ganz einen schönen Sonntag und eine belebende Zeit. Geht in die Kraft, die euch gegeben ist. Einfach, leichtfüßig und achtsam unter dem Segen von Gott. Amen.